Herzlich willkommen, liebe Fluggäste. Ein Sonntagsnachmittagsausflug steht an. Zur Möhne, wie wir sie in früheren Jahren schlicht und einfach nannten. Bis in die 70er Jahre hinein die größte Talsperre in NRW. Abgelöst wurde sie in den 70ern von der Bigge. Von Beginn an einer der beliebtesten Ausflugsorte im gesamten Sauerland. Eine Unmenge an Freizeitangeboten. Und hinzu kommt, dass sie nahezu an allen Ufern dem Tourismus freigegeben wurde. Ich muss mich zunächst erst einmal wieder an ihre mächtigen Ausmaße gewöhnen, nachdem ich mehr als 20 Jahre nicht hier gewesen bin. So hat sich in den Jahren mächtig viel positiv verändert. So ist es mittlerweile möglich, mit dem Fahrrad die gesamte Möhne zu umfahren, ohne dabei auch nur über eine Verkehrsstraße zu müssen. Ihr Gesamtumfang wird mehr als 25 Kilometer betragen. So benötigte man mit dem Rad sicherlich einen ganzen Tag, um sie zu umfahren. Das gesamte Freizeitangebot kennenzulernen, erfordert wohl einige Tage mehr. Aber sie hat nicht nur rosige Zeiten erlebt, unsere Möhne. So entstand genau hier die wohl größte Katastrophe des Zweiten Weltkrieges überhaupt. So zerstörten die Engländer gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mit nur einer Bombe genau an dieser Stelle den Damm. Diese unvorstellbaren Wassermassen zerstörten bis hinunter zum Rhein alles, was sich ihnen in den Weg stellte. So wurden nahezu ohne Vorwarnung eine Vielzahl von Menschen und Tieren von dieser mächtigen Flutwelle überrannt. Es gab halt keine Handys oder Smartphones, mit denen man früh genug hätte gewarnt werden können. So sind mir noch die Erzählungen meines Lehrmeisters in Erinnerung geblieben, der nahe der Ruhr bei Westhofen lebte und fast von der Flutwelle mitgerissen worden wäre. Und das, obwohl die Möhne bereits 50 Kilometer entfernt war. Zu meiner Zeit in den 50-60er Jahren war von dieser Katastrophe kaum noch etwas zu sehen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie riesig dieses Gewässer ist, brauchen wir mit dem Auto 20 Minuten, um ans Ende der Möhne zu gelangen. Der Möhneturm, ein Aussichtspunkt über das gesamte Sauerland. Direkt rechts neben dem Möhneturm am Horizont ist sogar der Kahle Asten zu erkennen. Schon ein mächtiges Fleckchen Erde, das Sauerland, oder? Ich wäre gerne hochgeflogen
um einmal die Möhne aus der Luft in ihrer Gesamtheit zu filmen. Leider ist das nicht erlaubt. Nicht weit von hier der Ruhrzufluss. Ich bin heute mächtig überfordert mit der unglaublichen Vielzahl von Freizeitangeboten. Schön zu sehen, der Fahrradweg, immer eng am See gelegen. Stark und mächtig wie eh und je, der Damm, möge er noch viele Jahre erhalten bleiben. Ja, liebe Fluggäste, besucht sie mal, die Möhne. Und tschüss zusammen, Klaus und Abby.